Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Jetzt hätte ich schon wieder fast Tomb Raider gesagt. Nee, natürlich nicht Tomb Raider, sondern Blood Omen 1. Immer noch hier in Ustenheim, aber das werden wir jetzt endgültig verlassen und weiter voranschreiten. Wohin auch immer, ich weiß es noch nicht. Mal sehen, wohin es uns verschlagen wird. Eindeutig Dark Eden, die Musik alleine schon. Ein Gebiet, das ich überhaupt nicht leiden kann. Warum werdet ihr noch sehen? Da werde ich mal gleich wieder umwechseln auf Flammenschwert. Ja, Energieschild ist ja auch definitiv echt am besten. Weil hier sind so widerliche Wesen. Ja, da vorne seht ihr schon eins. Kann ich dich töten? Hey, Victor! Igitt! Der arme Wicht war bis zur Unkenntlichkeit mutiert. Kaum vorstellbar, dass dieses Etwas einst ein menschliches Wesen gewesen sein sollte. Ja. Wirklich der arme Wicht. Diese seltsamen, von schwarzer Magie erschaffenen Kreaturen, Wesen, die halb Insekt, halb Säugetier waren. Menschliche Torsi auf Scheußlichkeiten gepflanzt. So makaber das Ganze war, konnte ich nicht umhin, die Genialität ihres Schöpfers zu bewundern. Igitt. Ja, okay, ja. Hey, Victor! Widerliche Kreaturen, wirklich, einfach nur widerlich. Okay. Eben kurz umändern hier. Scheußliche Kreaturen. So, dich hauen wir schon mal weg und dich hauen wir schon mal weg. So, jetzt wechsle ich wieder schnell zu meinem geliebten Flammenschwert, weil das hier einfach nützlicher ist, um die Kreaturen möglichst schnell wegzukriegen. Das ist eigentlich eine ganz gute Kombination hier, Flammenschwert und Schutzschildzauber. Was ist denn hier drin? Das Blut von Zeitaltern ist so süß. Trink aus uns. Deine magische Energie wird durch unser Blut schneller wiederhergestellt. Das ist hervorragend, ihr lieben Totenköpfe, nicht Tötenköpfe. Also ich mag diese Blutbrunnen echt extrem. Schnell weg hier. Noch ein Blutbrunnen oder was ist hier? Nee. Ach du Scheiße. Was? Was? Moment. Ich habe fast kein Leben mehr hier. Nee, das wollte ich nicht. Ich benutze mal ein paar Herzen hier. So, und jetzt notgedrungen ganz schnell rüber. Oh.
Ich weiß, es tut weh, keines tut mir leid. Ich kann es ja nun mal nicht ändern. Ach, jetzt auf einmal ist hier so ein Dingens. Ach so, da hinten kann man rauf. Ich wundere mich schon, warum man nicht springen will. Aber na gut, dann ist es ja auch nicht nötig. Nein, das wollte ich nicht. Furchtbar. Aber das ist, dass ich mich in Nebelform... Wow. Haha. Also, dass ich mich in Nebelform da echt nicht vor schützen kann, das verstehe ich nicht. Oh, Gott sei Dank. Weil das ist echt extrem seltsam. Mist. Ich mag das doch nicht. Immer werde ich hier gezwungen, hin und her zu wechseln. Ich mag die Äxte einfach nicht so. Die sind zwar nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut für meine Zwecke, jedenfalls nicht. Naja, jetzt kommt Ihmchen hier wieder an. Weißt du, wenn es so eine Schnellwechseltaste gäbe für die verschiedenen Waffen, dann wäre das schon wieder einfacher. Aber es sind ja eigentlich auch alle Tasten so an sich belegt. Ja, nicht nur eigentlich, es sind alle belegt. Da, 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 da. Oh Mann, die sind auch so widerlich, ey. So riesen Schneckenviecher, ey. Die so komische Schleimköttel spucken können. Hey, Victor! Da, 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 da. Weißt du, mehr ist hier nicht? Na toll. Dafür hat es sich jetzt auch echt nicht gelohnt zu wechseln. Echt nicht. Könnte ein Land in Wahnsinn versinken, so wäre dies genau die Beschreibung dessen, was mit dem dunklen Eden geschah. Ein Garten des Schreckens, in dem die Natur auf makabere Weise verändert wurde. Ich wusste, dass das Reich, das ich betreten hatte, noch weiter wachsen würde, bis schließlich ganz Nosgoth davon verschlungen sein würde. Dann würde es so aussehen wie das eine Fensterauge von Nobrabdors Festung. Na, die Festung des Geistes, wo wir im Totenschädel waren und aus den zwei Augen geguckt haben. Das eine war ja ganz normal, wie Nosgoth halt wirklich war. Schön grün und herrlich. Herrlich einfach nur. Und das andere war ja so rot und verbrannt. Ja, ich töte dich ja schon. Was? Ich kann den Felsen nicht bewegen? Schande. Sterbt alle. Stirb! Ich krieg hier gleich die Krätze, du, durch diese ständige Wechseln hier. Es geht mir auf den Senkel.
Was? Was? Herr Peitsche kann ich immer noch nicht benutzen. Aber Moment, Moment. Was? Hä? Warum kann ich das nicht abspielen? Was? Also das hatte ich noch nie. Glaube ich. Wüsste ich jedenfalls nicht. Also irgendwas mit Wahnsinn auf jeden Fall. Aber naja, er lässt sich ja sowieso nur über das Land aus. Und ich denke mal, davon haben wir schon eigentlich genug gehört. Von daher ist es, hoffe ich mal, nicht so schlimm. Aber es wundert mich extrem, wirklich. Wow. Den Tipp hatte mir übrigens auch noch der Viper-Fan gegeben, dass die Werwölfe damit ganz leicht hier zu killen sind, wenn man da diese Wirbelattacke macht. Ich meine, man kann es auch anders machen, so wie ich hier einfach mit Schild und Flammenschwert so feige, aber naja, so geht's auch, ne? So, bitte sprich jetzt zu mir. Ich drang unversehrt durch die Wand. Anscheinend wirkte die Magie nur bei lebendigen, unschuldigen Wesen. Oder vielleicht war ich verdorben genug? Hey, Victor! Du dringst durch die Wand? Welche Wand? Welche Wand meinst du? Ah, wir sind definitiv jetzt in Dark Eden angekommen. Aber unser Ziel ist noch nicht in Sicht. Was für ein riesiger Bereich. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich irgendwo speichern konnte. Ich hoffe es mal. Denn lange kann ich jetzt eigentlich nicht mehr aufnehmen. Nur eine Ruine. Wow! Okay, ich glaube, hier sind sowieso keine Bäume mehr in dieser Lava-Gegend. Deswegen ist das, denke ich mal, okay, wenn ich das jetzt so mache wieder. Hoffe ich doch. Ja, hat er das Viech gleich für mich mitgekillt. Ist auch in Ordnung. Ist hier noch irgendwas am Rande? Oh ja, Peitsche, aber das kann ich alles nicht nehmen, ne? Nö. Alter, ist das ärgerlich. Wow. Tja, tut mir ja leid für dich, aber naja. Hey, Victor! Da, 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 da. Was, hier konnte man nicht rein? Ich dachte, hier käme man rein. Sehr schön. Und Peitsche nehme ich natürlich wieder nicht mit, weil das eben halt nicht geht. Da, 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 da. Ich dachte, in diese Ruinen wäre man reingekommen. Komisch, aber naja, dann halt nicht. Nein, ich wollte... Ups.
Ich mag diese Viecher echt überhaupt nicht. Naja, wer kann es mir verdenken, ne? Sie sind ja auch widerlich und abscheulich. Bleib hier. Nicht weglaufen. Ich hoffe mal, dass auf diesen Inseln hier nichts ist, ne? Nee, nur Lava, glaube ich. Hallo? Ah, da oben. Sehr schön, sehr schön. Opfert euch alle für mich. So, jetzt bin ich aber schon im Hauptbereich, oder? Ich möchte im Hauptbereich sein. Jawohl. Da muss ich hin. Das ist mein Ziel. Was ist hier? Oh, ein Speicherpunkt. Wie schön. Aber ich komme durch die Tür nicht durch. Auch nicht schlecht. Ich weiß gerade auch echt nicht, wo der Schalter dazu war. In der Ferne war ein Turm zu sehen. Von seiner Spitze ging ein Energiewirbel aus, der das ganze umliegende Land verwandelte. Was auch immer das sowieso für ein Tier sein soll, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir hier alles abgrasen. Aua, Entschuldigung, kein... Weil hier an den Seiten auch noch was sein kann. Muss nicht, aber naja, kann. Okay, das ist das. Oh, ein schönes Blutfläschchen für mich. Das ist aber sehr lieb. Sehr, sehr lieb vom Spiel. Mal sehen, ist hier noch irgendwo was? Sieht nicht danach aus. Ich glaube, dann im Turm war jetzt gleich auch ein Speicherpunkt. Von daher kann ich da dann gleich den Part beenden. Jedenfalls hoffe ich das doch mal. So, dann fehlt noch das große Ding und das große Ding. Das klingt auch ein bisschen falsch. Die Wimpy und die großen Dinger. Oh mein Gott. Das kann man sowas von falsch verstehen. Hey, Victor! Aua. Stirb. Ah, Blut, 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 Blut. Was bin ich denn jetzt hier? Okay. Muss ich ja wieder ganz rumlaufen hier, um zurückzukommen. Unnötiger Umweg, aber naja, was soll's. Aua. Hey, Victor! Ich hasse euch widerliche Kreaturen. Hey, Victor! Hey, Victor! La 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 la. Wer hier ist jetzt nix? Ach so. Ja, okay, dann eben nicht. Dann gehe ich mal rein. In die gute Stube. Speicherpunkt bitte? Hallo? Ich brauche einen Speicherpunkt.
Das Äußere des Schlosses täuschte, denn das Innere war viel größer, als man vermuten konnte. Der Kreis hätte mit seiner Macht leicht den Raum verändern können, um dieser Konstruktion gerecht zu werden. Also, ich weiß nicht, was du hast, Kain. Also, ich finde das von außen schon ziemlich groß, muss ich sagen. Ah, hier kann ich rein, okay. Bitte Speicherpunkt. Nein, ich möchte... Ah. Das wollte ich doch gar nicht. Und warum gibt es hier keinen... selber. Hey, Victor! Ich sehe hier niemanden, ich höre nur Leute. Ja, ja, ja. Das Heiligtum des Magiers, sein Labor. Darin alle möglichen seltsamen Dinge. Eingelegte Körper, sezierte Leichen von Menschen und Tieren, Metallkonstruktionen, von denen Energieströme ausgingen. Ich spürte, dass hier mehrere Kräfte wirkten. Merkwürdig. Nur selten arbeiten Magier mit anderen zusammen. Tja. Hier jetzt eben schon. Aber ich will endlich einen Speicherpunkt, verdammt nochmal. Ist echt voll fies, dass hier jetzt so lange keiner kommt. Aua. Scheiße. Oh, da unten ist noch was. Okay, jetzt kann ich hier hin. Speicherpunkt, bitte. Alter, was kommt... Lass mich durch, ich möchte jetzt ganz schnell durchrennen. Ich will nicht... Alter! Ach, da hinten bist du. Hab dich gar nicht gesehen, ich habe einfach mal aus Prinzip trinken gedrückt. Nervig und unnötig. Wow! Okay. Ich möchte gerne speichern und für heute Schluss machen. Denn ich habe keine Zeit mehr. Ach, halt doch mal die Klappe. Hey, Victor!
denn? Ach, da oben bist du. So, jetzt aber bitte einen Speicherpunkt gleich. Komm schon, gib mir einen Speicherpunkt. So, in den Raum mit dem Schalter komme ich vielleicht nur, wenn ich mich in Nebel verwandle, oder wie? Oh Gott, das kann doch echt nicht euer Ernst sein, Leute. Was kommt denn hier noch alles? Hä? Dann bin ich auch woanders? Alter, gut, Leute, ich werde hier erstmal einen Cut machen müssen, gezwungenerweise, und noch ein bisschen weiterspielen, weiter aufnehmen, als ich eigentlich wollte. Gut, wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder, denke ich mal. Bis dahin, gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.